Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, Freunde, an der Stelle erstmal Dankeschön für eure Unterstützung bis hierhin. Vielleicht wird das sogar die letzte Folge. Egal, ob letzte Folge oder nicht. Lasst gerne auf jeden Fall ein Like da als Unterstützung. Würde mich sehr freuen. Checkt auf jeden Fall auch gerne das Gewinnspiel ab. Und, also in der Videobeschreibung. Und, ja, ich würde sagen, wir starten direkt durch mit der nächsten Mission, ne? Also, Kleider machen, Leute. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außerdem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Na klar doch. Na klar. Okay, das hat geklappt. Schön in aller Ruhe umziehen, während die anderen neben uns stehen. Müssen wir ja selber noch... Charmant. Schnell weg hier. Jetzt den Gardisten verstecken. Ach so, nicht verstecken. Mach mir... Kann ich den hier reinpacken? Geht das? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Ja. Tschüssi. Sehr gut. Freddy, ich bin auf dem Weg. Okay, alles klar. Okay. Gut, also. Gut so, Mädchen. Montur oder Verkleidung, besser gesagt, haben wir besorgt jetzt. Ruhig. Jetzt reden wir nochmal mit Eberline. Ganz ruhig. So, einmal absteigen bitte. Falsche Seite. Oh, er steigt immer auf der falschen Seite aus. Immer auf der Seite, wo man es nicht will. Mensch. Er zieht seine Rolle eiskalt durch. Juck dich eine. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Okay, das ist eine Mission. Das ist eine Mission. Also ich glaube, vom Missionsdesign... What the... Yo. Okay, also vom Missionsdesign ist es, glaube ich, fast schon mit das Schwächste Assassin's Creed, Alter. Das ist unfassbar. Das war jetzt wirklich die Mission. Du gehst hin, laberst mit dem. Der sagt dir, du brauchst eine Verkleidung. Gehst hier hinten hin. Machst ein K.O., nimmst die Kleidung, gehst zurück. Das war's. Familienpolitik. Okay. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen die mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche. Und wir werden diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit ihnen und hinterher sage ich ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. Erstmal weghauen wir den. Den Bohlen. Ja. Hey, diese Gefühle, ey, die sind so wunderschön zwischen den beiden, Mann. Das ist doch einfach die wahre Love. Okay, ich musste einige umbringen. Der will auch noch Stress. Wer auch? Alles klar. Da vorne ist sie doch. Eindringling, ja. Juckt mich nicht. Auf da. Let's go. Na los! Mach langsam!
Geht da lieber weg! Selber schuld! Selber schuld! Hier vorne ist es ja schon. Easy, erstmal 20 Leute da weggemacht. Ich bin gar nichts. Langsam. Bereit für etwas Lobbyarbeit, Miss Fry. Bereit für etwas Lobbyarbeit. Wo fahren wir hin? Belgrave Square. Also wirklich mit der schlechteste Akzent, den ich jemals gehört habe. Obwohl der Sprecher echt gut ist, oder? Wie gesagt, ist ein guter Sprecher, aber der Akzent von ihm ist schrecklich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Reden die was oder ist jetzt hier Funkstelle einfach? So. Ruhig, Mädchen. Victoria Station, bitte 2 im Eiltempo. Mein Sohn erwartet bereits meine Ankunft. Na, komm rein. Lauf doch noch gemütlicher. Willkommen, Sir. Eure Hoheit, welche Überraschung. Ist das Leben nicht eine Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde Sie ganz bestimmt nicht lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Punjab eroberte. Was macht der vor? Achso. Nicht eroberte, sondern eine legale Alter. Transaktion. Britannien versprach mich zu beschützen, indem es mir mein Königreich nahm, hat das Parlament gegen den mit meiner Familie unterzeichneten Vertrag verstoßen. Hier, lesen Sie. Das wusste ich nicht. Lesen Sie. Mehr verlange ich gar nicht. Sie sind einer der wenigen, die mir helfen können. Ich tue, was ich kann. Besten Dank, Sir. Okay, die kloppen sich jetzt? Gut. Kloppt euch. Wollen die Bullen jetzt was von mir? Ja. Nerv doch nicht! Was macht er denn da jetzt? Was macht er denn da jetzt? Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi. Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. Hä? Was ist das jetzt für eine Stimme gewesen? Das war doch jetzt eine andere Stimme. Wohin jetzt? St. James Park. Ich bemerke, dass Mr. Green Sie nicht begleitet. Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, wie schade. Die beiden schienen die gute verstehen. Nun, was war das Problem, wissen Sie? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Das klingt nach einem Zitat. Das ist es. Von meinem Vater. Ethan Fry? Sie kannten ihn? Nein, zu meinem Bedauern. Doch Mr. Green sprach von ihm. Er war wohl ein außergewöhnlicher Mann. Was macht die KI hier? Eure Mutter ebenso, Cecily Fry. Sie und ihr Vater waren Partner, unzertrennlich. Das einzige Duo, das mit der Starre gefährlich werden konnte und sehr verliebt ineinander, zumindest nach dem wenigen, was ich von ihnen weiß. Cecily, ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Nach allem, was Mr. Green sagt, haben sie viel mit ihr gemeint. Ihre Intelligenz zum Beispiel. Vater sprach nie über sie. Was kann Mr. Green schon wissen? Er war noch ein Knabe, als mein Vater ihn ausbildete. Kinder sind gute Beobachter, Miss Fry. Wird schön durch den geschleudert. Parlament bitte, und zwar schleunigst. Ja, Sir. Aber ist nicht hier, was ist denn hier los, ey? Guten Tag, Sir. Na, was machen Sie denn hier, Eure Hoheit? Ich weiß, wie beschäftigt Sie in letzter Zeit waren. Ich bitte Sie nur um einen kleinen Moment Ihrer Zeit. Das ist reichlich unorthodox, aber fahren Sie fort. Laut des Vertrags, den meine Familie unterschrieb, soll Britannien mich schützen. Stattdessen nahm man mir mein Land. Und nun höre ich, dass England die Verbindung zu Indien stärken will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Punjab seinem Volk zurückzugeben. Die Queen gewährt Ihnen schon Gott weiß wie lange ein jährliches Einkommen. Und nun weisen Sie die Hand, die Sie füttert? Es geht mir hierbei nicht ums Geld. Ich kann nicht durch mit ansehen, wie mein Heimatland unter das Joch einer Fremdherrschaft gelegt. Ey, was ist denn hier los gerade? Was ist denn hier los gerade? Ich sterbe gerne tausendmal in Armut, wenn ich Sie dafür befreien kann. Eure Leidenschaft rührt mich, Eure Hoheit. Was kann ich für euch tun? Nehmen Sie diese Kopie des unlauteren Vertrags und unterstützen Sie meinen Anspruch. Befreien Sie den Punjab von der britischen Herrschaft. Guten Tag, Sir. Gott segne Sie. Ja, eigentlich musst du wirklich bis zum letzten Wort warten, einfach. Ja. Es bleibt nur noch einer übrig, zur Gladstone-Residenz. Okay. Fehlt Ihnen Indien? Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach Zintro. Und wenn sie mich in der Sommerhitze in den Arm genommen hat, war ich so ruhig,
das sie eingeschlafen ist. Es schmerzte, als man mir mein Königreich nahm. Doch wahrlich, als man sie mir nahm, ich sah meine Mutter 2 Jahre vor ihrem Tod wieder. Dieser Sommer ist so lange her. Ich vermisse sie. Und ich vermisse auch Indien. Ich liebe Indien, weil ich meine Mutter liebe. Ach, scheiße, ja. Ey, ja, wie gesagt, sorry. Man muss echt warten bis zum letzten gesprochenen Wort. Guten Tag, Mr. Gladstone. Mr. Singh! Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid und deshalb betteln sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit und ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen und zwar in allen Belangen. Ja, die Sikhs verdienen ihre Freiheit. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden Sie sie auch erlangen. Warum wollen Sie dann Ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen, ebenso die des Parlaments. Doch es ist unsere Bürde, Indien zu regieren. Und zweifellos nicht die eines vergessenen Königs, der das Land seit 20 Jahren nicht gesehen hat. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber einen König darf man schließlich nicht anlügen. Ihre Ehrlichkeit ist sehr erhellend. Wenn ich Premierminister werde, will ich Frieden schaffen. Aber das wird ein sehr langwieriger Prozess. Und ich fürchte, ich kann Ihnen beinahe garantieren, dass Sie Indien nie wiedersehen werden. Wenn mein Volk die Freiheit bekommt, nehme ich meine Gefangenschaft gerne in Kauf. Vielleicht ist Ihr Idealismus echt. Obwohl, nachdem ich die Tiger auf ihrem üppigen und weitläufigen Anwesen sehen durfte, wage ich das zu bezweifeln. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich hoffe, mein Rat führt zu etwas Gutem. Weit mehr als Ihre Politik bislang. Doch ich hoffe weiter, dass Sie Ihre Meinung ändern. Mein Volk verlässt sich darauf. Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Oh, Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen. Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als Ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im Weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. Okay. Achso, jetzt muss ich die auch noch wirklich zurückbringen. Oh, ernsthaft jetzt? Kurz mal ausgeliehen einfach nur, oder was? Na gut, okay, machen wir das auch noch. Weiter! Okay, so. Eine denkwürdige Nacht. Jacob und Evie müssen Crawfords Derek davon abhalten, den Ball anzugreifen. Machen wir das. Mal schauen, wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt eine riesige Abschlussfolge wird oder noch 2 normale Folgen. Wir gucken dann einfach mal. Oder ich entscheide dann so spontan. Mal schauen. Ich habe auch nicht ganz mehr im Blick, wie lange es wirklich noch geht. Natürlich kommst du mit sowas. Miss Fry? Gib ihm deine Waffen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Du siehst hinreißend aus, Catherine. Ich könnte niemals eine andere. Nicht in einer Million Jahren, William. Sir? Madam? Ihre Karten? Ich habe meine Karte wohl verlegt. Fahren Sie durch, Sir und Madam. Guter Mann.
Ich bin der zukünftige Premierminister. Oh, was um Himmels Willen hat unsere Kutsche hier zu suchen? Habe ich da was gehört? Nein, nur die Stimmen in deinem Kopf. Und doch, klingen sie so viel angenehmer als deine. Charmant. Nicht wahr? Okay. Achso, ich spiele sie. Okay, gut. Schauen wir doch mal. No. Ich werde den Edensplitter finden. Wie du willst. Wie du willst, ey. Ich muss jetzt zu Freddy. Wir sind hier. Ja, okay, gut. Also da kann man wirklich nichts machen. Man läuft einfach ganz normal. Die Zähne befinden sich im weißen Salon. Der bestimmt verschlossen ist. Der Hauptmann wird den Schlüssel haben. Tja. Mit ihrem USB-Stick. Okay. Gut, das hätten wir. Muss ich das innen durch? Oh, Alter. Dass du nicht normal laufen kannst, wa? Mehr mit dem Arschwackel geht auch nicht. Das schaffe ich nicht alleine. Ja, eine Wache gefangen nehmen. Egal, sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? Gehen Sie langsam, um die Größe des Rings zu verringern. Mein Arm! No good, Okada. You mark my words. Das tut weh. So. Ganz langsam jetzt gleich. Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madam? Ist auch überhaupt nicht auffällig. Ist das richtig so? Ich weiß es nicht. So, kann man den jetzt hier... Kann man den hier verstecken? Nee. Kann man den hier raus... Nee. Auswerfen ist bestimmt auch nicht so gut. Okay. Gut. Die Frage ist halt nur... Die müssen irgendwo die Pläne sein. Wie kommen wir jetzt gleich wieder raus? Scheiße. Ich hab die Pläne. Warte, die Kiste nehme ich trotzdem mit. Haben oder nicht haben. Okay. Ja. Oh, da ist jemand, den Sie unbedingt kennenlernen müssen. Kommen Sie mit. Eure Majestät, darf ich vorstellen, Miss Ivy Frey? Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones Missgeschick? Eure Majestät, ich entschuldige. Der Kuchen ist außerordentlich gut. Genießen Sie den Ball. Ich muss jetzt leider weiter. Miss Frey, darf ich um diesen Tanz bitten? Mr. Starrick, Sie hatten Ihren Spaß. Aber das Spiel ist vorbei. Hören Sie. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zeit ist was Wunderbares, Miss Frey. Sie heilt alle Wunden. Wir mögen Fehler beim Tanzen machen. Doch die Mazurka endet und wir beginnen von vorn. Das Problem ist... dass die Menschen vergessen. Sie machen dieselben Fehler. Wieder und wieder. Sie können lernen. Können Sie? Dreht sich nicht jeder um Sie herum im Kreis? Aber wenn sich einer an den Tanz erinnert, an die Zeit erinnert, er könnte alles wenden. Zum Besseren. Jetzt habe ich genug. Dieser Tanz ist fast vorbei.
Schon bald vergessen die Menschen die Generation auf dieser Terrasse. Und wie sie London fast in den Ruin geführt hätten. Wenn die Musik verstummt, Miss Fry, ist ihre Zeit vorbei. Und meine Zeit beginnt von neuem. Tja, Abilene erreichen. Okay. Sind wir hier oben richtig? Ja, okay. Gut. So. Freddy, Starik hat seine eigenen Männer eingeschleust und hält einige Gardisten als Geiseln. Ihre Waffen sind da drin. Her damit. Dort. Gut. Ich töte die falschen Wachen und rette die Gefangenen. Wie? Man kann sie unmöglich auseinanderhalten. Oh, sie Ungläubiger. Wollte gerade sagen. Vor allen Dingen, wer sagt, dass ich die anderen nicht auch umbringen kann? So nämlich. Ich habe keine Chance. Gott ist recht. Dann suchen wir mal die echten Gardisten. Sterix war. Achso, da hinten. Holy moly, die muss ich jetzt alle umlegen? Ja, okay, gut. Den wollte ich natürlich nicht, sondern den ersten. Den anderen erstmal. Gut, okay, alles klar. Ich muss alle töten. Das kann ein bisschen dauern. Und der letzte. Was hat er gesagt? Was wollte er sagen? Das wäre alles. Hat er mich gerade Schlampe genannt oder was? Okay, gut, jetzt habe ich alle erledigt. Ich denke, das wird ein großes Finale, weil ich kann hier wirklich einiges wegschneiden. Weil, dass sie jetzt sehen müssen, wie ich jetzt 16 Leute, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, die anderen noch dazugerechnet, alle jeden einzelnen umbringen, ich weiß nicht. Ich glaube nicht unbedingt. Oder? Ich glaube nicht. Lieber Fokus auf Story. Das Wichtige beim Walzer ist, man muss mit dem rechten Fuß führen. Oh je. Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Hier, die Karte des Gewölbes. Geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Alles klar. Jetzt erinnere ich mich. Wir sind sogar kurz vorm Finale. Ja, doch, das wird ein Part, Freunde. Lasst ein bisschen Liebe da. Lasst ein bisschen Liebe da, Freunde. Oh. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Jetzt gehen wir nämlich in die Gruft hier. Genau. So, schneller rutschen. Juhu! Geil. So. Jetzt musste ich mich, glaube ich, irgendwie so ranschleichen mäßig. Hm? Hallo? Ja, genau. Nee, eigentlich will ich da lang. Da, auf den großen, genau. Jetzt rechts. Rechts hier rüber? Rechts rüber? Ey, das ist so ein mega, mega krasser Kampf. Was tust du denn? Ich ausbeute. Ich warte dich, Bursche. Aber du willst ja nicht hören. Requiescat in pace. Das macht absolut gar keinen Sinn jetzt. Hat sie das jetzt zu der Tasche gesagt oder was? Hat sie das jetzt zu der Tasche gesagt? Also die kleinen Versuche hier so ein bisschen Fanservice-mäßig die Leute abzuholen.
Ja. Ich musste, ey, wie gesagt, das hatte ich ja schon, glaube ich, weil, ja, was heißt, glaube ich, das hatte ich ja beim Watch Dogs Legion DLC gesagt. Ja, denn da. Was ist der da dran? Watch Dogs Legion DLC gesagt und Far Cry 6 DLC. Es hat schon ein bisschen funktioniert, so mit der Nostalgie zu spielen von Ubisoft. Also besser als die neuen Figuren. Es hat besser funktioniert bei Watch Dogs Legion, so ein Aiden Pierce DLC zu machen, als da irgendwie die neue Geschichte zu erzählen. Das sagt einiges aus schon wieder, finde ich. So. Nein, was macht, was? Guck mal, vorne, was macht sie da schon wieder? Was macht sie da? Ich drück die ganze Zeit B! Ich drück die ganze Zeit B, Parcours nach unten. Und ich kletter nach oben. Junge, da rast schon wieder komplett aus, was? Mann, ey. Kann man mich dann verstehen, Freunde? Obwohl, ja, hab ich ja gelesen. Nur bei mir ist wieder verbuggt. Bei allen anderen lief es ja mega perfekt. Warte, cool für euch. Es heißt aber nicht, dass bei mir das verbuggt ist, dass es an der Konsole oder sonst liegt, sondern ey, das ist einfach bei jedem unterschiedlich. Es gibt bestimmt eine Person weltweit, bei der wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Es gab bestimmt eine Person weltweit, wo Cyberpunk auf der PS4 nicht komplett scheiße lief. Nicht mit 12 Frames, sondern mit, keine Ahnung, 17. Kann sein, dass es das gibt. Kann sein. Aber dass es bei mir verbuggt ist, sieht man doch. Das Tuch ist nicht für Sie bestellt. Junge! Schnauze jetzt hier. Bringt das überhaupt die Bombe bei ihm aus? Nee. Boah, Junge! Was ist das? Was ist das hier gerade? Was passiert hier gerade? Was sind das für Animationen? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst jetzt? Was ist das für ein Bossfight gerade hier? Mr. Sorek! Sie vergaßen, mich heimzubelassen! Dann lassen Sie mich das wieder richtig stellen! Musik ist aber cool. Jetzt muss ich mich gleich wieder ranschleichen, ne? War das nicht so? Noch eine Weile. Zuerst halt ihr. Und dann ich. Ach, Junge. Wie hätte ich da jetzt noch ausweichen können in halt der durch! Millisekunde? Stehst du mal auf? Hallo? Dieses neue London wird sogar noch. Umher! Steric! Jetzt ist sie dran? Mit der gleichen Sache oder was? Ey, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, tatsächlich. Okay. Ui. Ui. Zieh dich doch mal hoch. Also, warum ist das immer so ein Riesenkrampf? Runter. Warum ist das eigentlich immer so ein Riesenkrampf mit der Steuerung hier? So, jetzt runter. Runter jetzt hier, Mensch. Hält mal die Klappe jetzt. Jetzt geht's mit ihm wieder weiter? Ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung. Der Bossfight ist ja mega schrecklich. Heiliger Bindern. Okay. Hier durch, hier durch, jetzt hier durch. Verschwindet aus meiner Stadt! Ivi! Das hältst du nicht durch! Starek! Deine Herrschaft ist fast beendet! Sie hat nicht mal begonnen! Komm schon! Das Tuch wird sie nicht! Jacob! Ivi!
jetzt! Sollen wir? Los! Zusammen! Okay, wir sehen jetzt zusammen Plot gemacht haben, das war echt ganz, ganz cool. London wird untergehen, ohne mich. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung! Nicht mehr, Crawford Stark. Nicht mehr. Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Es ist besser so, oder nicht? Wirst du das Tuch tragen und London regieren? Was es gibt, nimmt es einem anderen. Du würdest alleine altern ohne mich. Du würdest werden wie Vater. Das wäre schlimmer als der Tod. Wirst du es tragen? Nachdem du aufgeräumt hast? Mein ganzes Chaos? Da halte ich nicht mit. Jacob Fry hält sich zurück? Wer erpresst dich? Etwa George? Das wagt er nicht. Du fehlst mir. Du mir auch. Können wir nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Nichts wäre mir lieber. Ich glaube langsam, dass Vater doch nicht alles über alles wusste. Henry! Wir leben in einer großen Welt. Und London ist der Mittelpunkt. Vielleicht nicht ganz der Mittelpunkt. Ich kam so schnell ich konnte. Keine Sorge, ich gehe zurück zum Zug. Hab ich die Mission gefährdet? Du hast sie gerettet. Ich glaube, du gehörst in den Außendienst. Mit mir. Eine Kutsche. Gut gemacht, Freddy. Mr. Eberlein, bitte. Eure Majestät? Miss Fry. Ihr kennt euch schon? Hatte ich das nie erwähnt? Mr. Eberlein informierte uns, dass wir Ihnen dreien unser Leben zu verdanken haben. Ist das wahr? Ist es, Eure Majestät. Evie Fry, treten Sie vor. Und Sie? Mein Bruder, Ma'am. Jacob Fry. Und das ist Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green. Auf die Knie. Aufstehen. Wir erheben Sie alle in den Order of the Sacred Garter. Danke, Eure Majestät. Wenn Sie so talentiert sind, wie Mr. Eberlein behauptet, kommen wir auf Sie zurück. Sergeant Eberlein neigt zu Übertreibungen, Eure Majestät. Wir sehen uns wieder. Und Miss Fry? Ma'am? Falls Sie möchten, es ist noch Kuchen da. Vater wäre stolz auf dich. Dame Evie Fry.
Sir Jacob Fry. Ein Rennen zum Zug? Los! So, Freunde, da gibt's nochmal dicke Experience Points. Aha, es ist unter dem Palast. Dann mal los. Bringen Sie das Tuch umgehend zu Dr. Grammatica. Das Sigma-Team war vor uns hier. Wir sind zu spät. Was sollen wir tun? Töten ist wirklich die unproduktivste Art, unsere Ziele zu erreichen. Töte sie. Kontakt! Weg mich! Dieser dürre Scheißkerl wollte mich umbringen, Mark. Ich will, dass er blutet. Nur die Mission zählt! Verstanden! Galena, wir müssen raus hier! Gewölbe sichern! Alle Ziele legitim! Wir müssen los! Sofort! Verstanden! Das Edentuch! Vergiss das beschissene Tuch! Bleib bei mir, Bex! Bitte! Wir gehen. Gute Arbeit, Novize. Schon bald werden wir das Tuch bergen können. Ach ja, wir haben Bilder von der Wanze in Isabels Computer, bevor sie gefunden wurde. Ich spiele sie ab. Entschuldigen Sie bitte. Wie kann Ihnen das Tuch helfen, einen neuen Klon zu erschaffen? Gar nicht. Wird das Tuch um einen Körper gewickelt? Sucht es nach Schäden und rekonstruiert sie auf zellularer Ebene. Dann erschaffen Sie keinen Klon, sondern einen von Grund auf neuen Vorläufer. Bingo! Der Zeitplan des Phoenix-Projekts wurde soeben gestraft. Ich rufe Alan Rickon an und erstatte ihm Bericht. Das ist wie Weihnachten! Hallo? Ich bin's. Ich habe das Tuch, wie du verlangt hast, aber ich habe Angst. Hab keine Angst vor mir. Alles ist gut. Ich habe keine Angst. Ich sorge mich um dich. Wenn jemand rausfindet, was du vorhast. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Ich werde euch alle retten. Krass. Das Abenteuer geht weiter, ja, das juckt keiner. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, Freunde. Wieso redet da gar keiner mehr drüber? Ich hab das voll verdrängt. Ich glaube auch so ein bisschen, weil da gar nicht mehr drauf eingegangen wurde, oder? Auf diese Klon-Thematik? Ich hab das auch irgendwie mir so abgespeichert, dass Green stirbt. Das hatte ich auch irgendwie so abgespeichert. Er hat das komplett falsch abgespeichert, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade. ja. Irgendwie geiles Ende, eigentlich voll das krass geile, interessante Ende, war. Jetzt mit dem Klon und hast nicht gesehen. Aber, ja, wurde halt absolut gar nichts draus gemacht, oder? Gar nichts. Ja, was soll man sagen? Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, dass wir es durchgezogen haben. Wahrscheinlich fragen einige hier und da, ob ich den DLC mache. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Jetzt sofort sowieso nicht. Auf jeden Fall Pause von Syndicate, so oder so. Ob wir dann nochmal den DLC machen? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich... Ehrlich bin ich, hätte eher Bock auf Origins, wenn überhaupt. Jetzt noch Assassin's Creed, dann auf Origins, weil das ist schon eigentlich ein ganz cooles Game. Aber Syndicate DLC, ich weiß nicht. Mal gucken. Lasst einfach gerne ein bisschen Feedback da, lasst ein bisschen Liebe da für das Video, für das Projekt. Danke fürs Zusehen und haut rein.